sehr gut, Daniel. Mir. Da. Ich bin hier zuständig für die Holzhammer-Methode. Sie ist direkt abgehauen. Das war so sympathisch. Ich habe alles kaputt gemacht. Bei mir war's eigentlich schon immer so gewesen, dass alles um mich tanzt und ich stehe hier am Tresen. Wir haben eben Performance-Szene gemacht zum Musikvideo von Hey Hanna. Ja, die ersten Takes sind quasi im Kasten und jetzt sind die nächsten dran. Und zwar ist die Hanna jetzt dran. Und jetzt machen wir ein paar Schüsse von ihr. Sie sitzt da schon und wird jetzt ein bisschen aufgenommen, wie sie streng und abfällig guckt. Sie macht den weiblichen Hyperbolen für uns jetzt erstmal. Und dein Blick sagt mir, wollen wir erstmal wagen. Ich stürz mein Bier. Hallo, ich bin die Hanna. Ich habe heute ein kleines Casting veranstaltet, um einen guten Fang zu machen, hoffentlich. Bis jetzt lief das nicht so gut. Es kann aber nicht jeder tanzen, also mal gucken, vielleicht wird das noch im Laufe des Tages. Ja, und zwar, hey, Hanna, ich kann nicht tanzen. Ich hab kein Taktgefühl, es liegt mir wirklich nicht im Blut. Hey, Hanna, ich kann nicht tanzen. Mit Rhythmusakrobatik hab ich einfach nichts am Hut. Komm, lass uns lieber proben, Hanna, darin bin ich gut. Ich bin zu alt, jetzt mal ehrlich, mir was vorzumachen. Das ist das voll rein, ja. Das ist Kannst du das mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Energie und Überzeugung da mal noch machen? Ja, genau! Als Kombo sieht das noch viel beschissen aus. Ich hab kein Stück Talent im Schuh. Ich muss sagen, ja, und zwar, hey Hanna, ich kann nicht tanzen. Ich hab kein Taktgefühl, es liegt mir wirklich nicht im Blut. Hey Hanna, ich kann nicht tanzen. Mit Rhythmusakrobatik hab ich einfach nichts am Hut. Komm, lass uns lieber proben, Hanna, darin bin ich gut. Flamenco ist für mich ein rosa In Obrochis Gesicht spiegeln sich Trauer und Schmerz. Dunkle Wolken ziehen auf in dem Land, wie zu früh in Schirurien. Abachi und sein weißer Blutsbruder Ranger sagen Hau zum Häuptling der Schirurien, lustiger Lurch. Listig. Was? Der ist listiger Lurch. Okay, gerne vorne, oder? Hey Hanna, ich kann nicht tanzen. Mit Rhythmusakrobatik hab ich einfach nichts am Hut. Komm, lass uns lieber proben, Hanna. Jetzt schaue ich mir den letzten Kandidaten an und mal schauen, wie das läuft zwischen mir und dem Heidi. Also ein hübscher junger Mann in der Form eines Haies, der sich sehr gut bewegt. Ich glaube, der könnte mein Fang sein. Anfang des Tages. Aber mal schauen. Sean, ganz weit oben. Ganz weit oben. Na, Sean schon weit vorne. Ja, Sean ist der Geilste. Muss man wirklich sagen. Er hat sich auch wirklich richtig eingesetzt. Also körperlich alles gegeben. Ich fordere Satisfaktion. Also, zieh dein Schwert, du Lümmel. Ich bin sprachlos, wirklich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich weiß auch das erste Mal, dass man halt überhaupt als Ritter geht. Das sehe ich jetzt das erste Mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber es wird wahrscheinlich schon viel witzig. Wir warten ab. Ich kann nicht tanzen, ich bin ein Körperklaus und habe dafür keinen Sinn. Hey Hanna, ich kann nicht tanzen, bevor ich ein Ausparkett liegt. Ja, eigentlich entscheidende Szene des ganzen Videos. Hanna vs. Hai. Es geht darum, dass Hanna ihn wegkommt. Und dann fängt die Pupus-Szene an. Wir hören dann dieses Palm, gucken so alle gleichzeitig rüber. Und so, ja! Und dann laufen alle rein. Ja, das ist eigentlich witzig, genau. Bevor ich einen aufs Parkett leg, lege ich mich hin. Hey, Hanna, ich kann nicht tanzen. Ich hab kein Taktgefühl, es liegt mir wirklich nicht am Blut. Hey, Hanna, ich kann nicht tanzen. Mit Rhythmus Akrobatik hab ich einfach nichts am Hut. Komm, lass uns lieber proben, Hanna, darin bin ich gut. Lass uns lieber Pogen, Hanna, darin bin ich gut. Lass uns lieber Pogen, Hanna, das kann ich echt gut. Mega. Das ist mein favorite moment. Ich glaube alles. Ich glaube, das wird ein gutes Video. Also ich hab ein gutes Gefühl.